Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Ja, nach dem nicht ganz so glorreichen Start, weil ich aus Versehen Kerbals mitgenommen habe, was ein bisschen dämlich war, sind wir jetzt auf den letzten Metern der Annäherung an unseren Space Truck, um da unsere geliebte Fracht abzuliefern. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da auch ankommen. Das war nicht ganz die Richtung, die ich wollte. So, und dann hätte ich gesagt, gucken wir, dass wir die Jungs hier parken und unsere Kerbonauten einpacken und anlanden in dieser Folge, denn ich möchte die neuen Kerbonauten gerne für den Livestream, der ja heute Abend stattfindet und der verdammt stark nach Hardcore Kerbal aussieht, parat haben. Und ja, deshalb schon mal vorsorgen. So, also mal gucken, dass wir hier im Ziel bleiben. Von der Richtung her. Joa, vielleicht können wir noch die Science-Dinger da ausbauen. Da kann der Schnorpel gleich nochmal ran. Wahrscheinlich als Ingenieur. Und sich drum kümmern. Und jetzt gucken wir, dass wir schon mal uns Retrograde drehen, um das gleich abzubremsen. Hinten kommt der Space Truck schon. Ich hatte das Triebwerk mal eben kurz auf 10% runter limitiert, dass das nicht ganz so viel Bums hat und ich irgendwo in der Gegend verschwinde. Ja, aber ich glaube, das wird ein ziemlicher No-Brainer. Ich meine, das Hitzeschild ist dran, also ich habe eigentlich nichts vergessen hier. Das sollte insgesamt eine relativ safe Geschichte werden, den Kram hier nach unten zu bringen. Also ich bin da jetzt erstmal ziemlich unbesorgt. Ja, wir werden es gleich sehen. So. Dann müssen wir mal gucken, was der Space Truck so an... Also der hat noch für ein Jahr Vorräte drin. Also das wird ja dann ähnlich bleiben. Die Crew bleibt ja bei 6 dann quasi. Das heißt, wir haben für ein Jahr noch Zeit. Also wir müssen dann mal mit irgendeiner anderen Mission die 3 hier wieder abholen, dass die wieder runterkommen. Gut, aber jetzt machen wir erstmal unser Bremsmanöver halbwegs in der Nähe. Ich überlege gerade, ob wir die Kapsel jetzt mal, wo wir dran vorbeischießen, uns davon trennen. Können wir eigentlich, ne? Spricht eigentlich nichts dagegen, das zu tun. So. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Kontrolle. Und haben gleich mal unser Teil da entsorgt. Gut. So. Alles treibstoffmäßig reicht das locker. Hinten mit der letzten Stufe. Ja, aber die Kapsel an sich sieht schön aus. Und ich hatte mir überlegt für den Livestream, ob es nicht mal Zeit wird, langsam so eine Art Launch-System zu entwickeln. Also quasi ein System, mit dem wir immer wieder wiederholbar Dinge sauber nach oben bringen können. Damit das nicht immer so eine Bastelei wird, sondern wir einfach mal mit den Teilen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, so eine Art Space Launch System bauen, von dem wir wissen, wie viel es kostet, von dem wir wissen, wie viel Delta V es hat, und einfach oben immer noch eine Nutzlast draufschrauben, die wir dann letzten Endes in den Orbit bringen wollen. Weil das vielleicht doch vieles einfacher machen würde. Und ein bisschen wiederholbarer einfach von dem, was wir hier so tun. Weil ich ja doch ab und zu mal dazu tendiere, Raketen zu bauen, die, nun ja, ich sag mal, semi-optimal sind. Ne? Oh, 360.000 haben wir im Moment auf dem Konto. Das sieht eigentlich gut aus, dass man sowas mal machen könnte. Schauen wir mal, was sich im Livestream so ergibt. Auch was wir an Missionen bekommen. Denn wir haben dann nämlich, das war ein bisschen viel, wir haben dann nämlich 4 Slots ja wieder, nee, 3 Slots wieder frei. Wir haben 3 Kerbals, die wir jetzt nach unten bringen wollen und das sind 3 Missionen, die beendet werden. Und mit den 3 Missionen, die beendet sind, so, jetzt machen wir hier mal mit RCS die restliche Annäherung. Darüber, jawohl. Ja. Noch nicht ganz. RCS darüber, darunter, zack. So, perfekte Annäherung. RCS aus. Halber Meter pro Sekunde, können wir noch ein bisschen randriften.
Sind wir eigentlich vorne? Ist das der Space Truck von vorne? Ja, das ist der Space Truck von vorne. Sehr schön, dann sind wir nah genug dran. Das ist gut. Das ist gut. So, dann bremsen wir das hier einmal ab. Ein schönes, nahes Rendezvous. Warum ich jetzt so nah rangehe, ist, ich will halt die Wissenschaftsgeräte aus der Bay rüberbauen, weil die Bay würde ich sonst abwerfen. Dann haben wir die mal an dem Space Truck dran. Schön langsam annähern jetzt. Damit wir im letzten Moment das letzte bisschen Schwung noch rausnehmen können. Ah, sehr schön. Ach, guck mal, so ein seitliches Vorbeigleiten ist eigentlich auch ideal. Hammermäßig. Das sieht aus der IVA bestimmt auch richtig cool aus, aber ich traue mich gerade nicht reinzugehen. Wir gucken gleich mal durchs Fenster, sobald das Ding hier angeglichen ist. Ja, so sehe ich die Geschwindigkeit nicht. So, stop it, stop it, stop it, stop it. So sieht gut aus. So sieht das gut aus. Cool. Mal gucken, ob wir das aus dem Fenster sehen können. Irgendwie. Irgendwo muss es sein. Da ist sie. Da ist sie. Oder da ist er. Der Space Truck. Oder die Station. Wie auch immer man das betiteln will. So, soviel zum Thema aus der IVA. Wir sind, glaube ich, noch ein bisschen auf Annäherungskurs. Sekunde. Ich muss mal ganz kurz noch. Ja, jetzt war zu viel. Ah, doch. Jetzt sieht gut aus. Aus dem Fenster. Okay, wir driften ein bisschen weg, aber das ist okay. Guti. Dann machen wir hier mal die Butze auf. Ach, ich habe sogar... Was habe ich denn ausgelöst? Review Data. Space near Kerbin. Keep. So, mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, Bill ist der Erste, der aussteigen darf. Der kann dann gleich mal die wissenschaftlichen Ergebnisse mitnehmen. Dann haben wir die schon mal drüben im Schiff. Nee, nicht disassemble, collect data, remove data. Vielen Dank. So, und auch hier take data. So, raus da. Zack. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mal kurz zum Lab hinter. Da einmal die Daten reinpacken. Ein sehr schönes Rendezvous. Das ist ja schon richtig raumfahrtmäßig. Jo, sehr, sehr gut. Ja. Raumfahrt. Die Sektion da hinten möchte ich, glaube ich, auch irgendwann mal ein bisschen nachbauen nochmal. Also anders bauen. Da würde ich gerne irgendwann mal abbauen und was Neues ranbauen. Aber da warte ich, glaube ich, noch, bis ich die großen Docking... We cannot board the full module. Store experiments rein da. Okay, also hier ist voll, die Hütte. Hier kann der Bill nicht mehr mit rein. Dann gucken wir mal, ob wir den Bill da vorne reinsetzen können. Oh, wartet mal, hier gibt es auch Eingänge. Ne? Mal gucken. Irgendwo wird schon noch Platz sein. Für Bill. Irgendwo wird schon noch Platz sein. Zack. Hier ist hier noch Platz für Bill. F. Und B. Jawohl, da ist Platz für Bill. Gut. Dann gucken wir mal. Also, wo auch immer Tanbas sitzt, Tanbas muss auf jeden Fall jetzt rüber. Tanbas macht dann direkt den Platz frei, das ist gut. Also im Pioneer-Modul ist jetzt für den nächsten Kerbel auch noch Platz. Und Tanbas kann schon mal rüber. In die Rettungskapsel für den Weg nach Hause. Ja, also ich glaube insgesamt heute eine sehr einfache... Oh, was ist denn jetzt los? Sehr einfache Geschichte, was wir heute machen. Und ich hoffe auch keine allzu längliche, aber eine schöne Vorbereitung für den Livestream, sodass wir da eigentlich alle Optionen offen haben. Ach du Scheiße. Komm schon. Ach, abgeprallt. Abgeprallt. Oh, nicht in die Solarpanels. Ach Mann. Immer wenn ich einfach sage, geht irgendwas schief. Ne? Ich sollte einfach nicht mehr einfach sagen. Einfach. So. Langsam festhalten. Oh, Dankeschön. So, dann geht Valentina als die Dame des Hauses als nächstes rüber. Loslassen. Und
Da sind Solarpanels. Vorsicht mit die Solarpanels. Die brauchen wir noch. So, und dann geht's da oben ins Pioneer-Modul rein. Also heute eine sehr Eva-lastige Folge. Ja, und die Überlegung ist halt, wie gesagt, also am tollsten wäre es ja irgendwie so eine Art Falcon 9 zu bauen mit den Mitteln, die wir haben. Das klingt auch irgendwie nach. Ist der drin? Der ist da hinten drin. So eine Falcon 9 zu bauen, das finde ich eigentlich ganz cool. Also quasi eine wiederbenutzbare Raketenstufe, die man wieder eintreten lässt und dann wieder landet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das kann. Ich habe es noch nie probiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher hätte ich da gewisse Bedenken. Driften wir eigentlich weg oder? Ne, ich habe nur so einen komischen Winkel. Ach, guck mal, der Mond im Hintergrund. Sehr schön. Genau, also so eine Art Falcon 9 Antriebsstufe. Wobei das jetzt nicht aussehen muss wie eine Falcon, aber was wiederverwendbares, was verlässlich funktioniert, das wäre natürlich richtig cool. Schrägstrich erstrebenswert. Ob es dann natürlich reicht, mit meinen Baukünsten, um das auch umzusetzen, das ist die Sekundärfrage, die sich dann stellt. Muss man mal gucken. Muss man wirklich mal gucken. So. Letzter Körbel, der umsteigen muss in die Richtung. Zack. Nicht rumkaspern. So, und dann haben wir hier irgendwo Expo Freaky Schnorpel Tati Körmel. Und Tati saß in der Kapsel drin. Tati geht rüber in Richtung Landungsschiff. Jetzt ist schon wieder ziemlich finster geworden, ne? Mann, Mann, Mann. Warte mal. Kurz die Perspektive wieder ändern, dass ich die Tür treffen kann. Wo ist denn jetzt die Tür? Da. Da ist sie. So. Zack. Und bord. So, und jetzt würde ich sagen, lassen wir noch unseren Ingenieur vom Dienst den Schnorpel einmal raus. Mit seinem Schraubenzieher. Damit er uns die Science-Module abbauen kann. Vom Rettungsschiff. Denn die sind gut und teuer. Das driftet doch ganz schön weg, ne? Die sind gut und teuer und die wollen wir eigentlich behalten. Vielleicht kriege ich die ja irgendwie rüber transportiert. Open. So. Schnorpel. Schnapp dir deinen Schraubenzieher. Inventory equip. So. Und jetzt wollen wir das da abbauen. Ne, nicht die Service Bay. Oh Gott, das ist aber jetzt auch ein bisschen aufpassen, ne? Grab. Kann man das einpacken? Jawohl. Okay. Erster Teil ist geglückt. So. Und wir wollen noch das Teil da abbauen. So, mal gucken, ob wir das auch eingepackt bekommen. Jawohl, cool. Passt beides sogar in unseren Rucksack mit rein. So, dann können wir hier zumachen. Und zum Schiff zurück. Bauen wir es mal da hinten irgendwo beim Labor wieder an, würde ich sagen. Das wäre jetzt die schönste Lösung eigentlich. Ja, Schnorpel bekommt hier richtig Arbeit zu tun. Oh, ich würde sagen, schrauben wir das hier einfach irgendwo ran. Haben wir Science-Module, kann man benutzen. Dann müssen wir gleich noch das Science-Zeug prozessen. So. Zack. Voilà. Und zweites Teil. Da so. Hervorragend. So. Schnorpel, gute Arbeit. Und dann geht's wieder zurück ins Kommandomodul, wo du hingehörst als Ingenieur der ganzen Mission.
So, dann prozessen wir gleich noch unsere Wissenschaft aus dem Labor, damit wir die verwerten können. Und vielleicht gibt es auch sogar schon ein bisschen Science-Punkte zum Runterfunken. Mal gucken. Und rein mit dir. Gut. So. Review Data. 30 für den Temperature Scan und 40 für den Mystery Goo. Sehr schön. Das heißt, langsam geht's vorwärts. Wir haben aber erst 0,083 Science-Punkte. Warum eigentlich so wenig? Jebediah und Explo. Das ist aber auch falsch, ne? Warte mal, Explo ist ein Wissenschaftler, oder? Ja. Haben wir noch einen Wissenschaftler? Freaky? Schnorpel? Ach, wir haben gar nicht noch einen Wissenschaftler. Wir müssen hier mal noch einen Wissenschaftler hochbringen. Deshalb geht das auch so langsam, weil Explo ist der Einzige, der hier forscht. Da müssen wir natürlich mal Transfer Crew auf jeden Fall schon mal Jebediah rausräumen. Der kann nach vorne ins Cockpit mit rein. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwann noch einen Wissenschaftler hier hochbringen. Dann können wir irgendjemand anders abholen, weil wir haben jetzt hier, glaube ich, 500 Piloten oben drin. Eins. Ein Pilot. Zwei Piloten. Drei Piloten. Das ist ein bisschen viel. Drei Piloten, zwei Engineers, das ist ein bisschen vieles Guten. Da können wir mal einen loswerden. Gut, aber das ist dann nächstes Mal oder ein andern Mal, weil wir brauchen erstmal eine Rakete, um sie abzutransportieren. So, und jetzt können wir damit eigentlich nach Hause fliegen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen das mal ganz unkompliziert. Wir sind ja gerade auf der dunklen Seite. Orbit. Ah, und ich stelle gerade fest, das Teil hat keinen Piloten mit dabei. Das sind nur. Also, das ist die Probe. Der Probe Core gibt mir zumindest SAS, aber Piloten sind nicht mit dabei. So, wenn wir in die Richtung fliegen, treffen wir nicht diesen Space Truck. Das ist gut. So, Periapsis 81 Kilometer. Abwärts geht's. Und ja, das sieht eigentlich wie ein guter Treffer aus. Ich glaube, da können wir so irgendwie auf 45 gehen. Das müsste reichen. Wir haben nur eine Apoapsis von 94 Kilometer. Das sollte für den Wiedereintritt hinhauen. Guti, dann würde ich sagen, auf zum Wiedereintritt. Bringen wir die Crew nach Hause, damit ich sie umbenennen kann und wir sie für den nächsten Livestream heute Abend zur Verfügung haben. So. Einklappen und Retrograde suchen. Zip, zip. Gut. Das können wir auch, glaube ich, einfahren. Dann bricht uns die nicht ab. Eigentlich ging das ja über die Light Action Group, aber irgendwie spricht die nicht an. Fragt mich nicht warum. Deactivate. Zack. So, da ist eh leer, soweit. Ach fuck, da ist der Probe Core drin, ne? Für die Stabilität. Naja. Ist halt jetzt so. Oder versuchen wir das alles zu retten, aber das geht nur wieder schief. Wir decoupeln den Kram hier. Ja. Ach nee, guck mal, wir haben immer noch einen Stability Assist. Wahrscheinlich haben wir einfach nur einen Level 0 Piloten dabei. Das würde das auch erklären. So, und jetzt hatten wir hier die Bremsfallschirme, richtig? Genau. Toggle Info. Die hätten wir gerne über die Höhe ausgelöst auf, ich sag mal, 10 Kilometer Pre-Deployment, dann auf 3, na, 4 Kilometer Vollbremsung. Zack, Copy to other Chutes, zack. Arm. 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 Nicht deploy, danke. So, und hier ist einmal Toggle Info. Ganz klassisch wieder dreieinhalb. Dann sind wir abgebremst. Hoffentlich zumindest. Zack, 700. Naja, wir sind dann abgebremst. Können wir auf 500 gehen. So. Jo. Close. Arm Parachute. So, dann harren wir mal des Wiedereintritts, der da kommt.
Jo, wie gesagt, also Überlegung wäre, ob wir das Geld nicht investieren, wie gesagt, in eine Trägerraketenkombination. Also sowas wie eine Ariane oder eine Falcon. Irgendwas, wo wir halt einfach das Sub-Assembly speichern können mit genug Bums, um uns in den Orbit zu bringen. Und die Sekundärüberlegung wäre, das halt so zu gestalten, dass wir diese Stufe, nachdem sie uns quasi zumindest suborbital gebracht hat und dann die nächste Stufe in den Orbit fliegt, diese Stufe irgendwie recovern können. Also, dass wir die quasi im Wiedereintritt wieder zurückfliegen. Ich bin mir nicht so sicher, wie man das im Kerbal Space Program sinnvoll hinbekommt. Also, wir müssten zumindest eine gewisse Höhe erreichen, damit wir genug Zeit haben, das Hauptschiff, nenne ich es jetzt mal, also die Kiste, die dafür verantwortlich ist, dass wir auch in den Orbit kommen, tatsächlich auch in den Orbit zu bringen. Also das müsste, die so viel Zeit müsste da sein. Wir können nicht ganz so flach gehen wie zum Beispiel jetzt die Falcon 9, sprengt ja die oder koppelt die zweite Stufe relativ zeitig ab und während dem Boost in, also während die zweite Stage quasi noch ihren Burn macht, um in den Orbit zu kommen, macht der Booster, der zurückfliegt, schon diesen Burnback-Boost. Und das können wir bei Kerbal Space Program natürlich so nicht machen. Ich weiß, dass es dafür Mods gibt, aber ich möchte eigentlich gerne eine Rakete bauen, mit der wir das selber machen. Also mit der man wirklich selber die Teile zurückführen kann, ohne dass wir Stage Recovery oder sowas benutzen. Genau, das wäre so die Idee dahinter. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das interessant fändet für die Freitagabendfolge oder für den Freitagabend-Livestream besser gesagt. Und ansonsten habe ich für den Livestream auch noch eine kleine Neuerung. Und zwar, wenn ihr mal auf der Kanalseite oben guckt, da sind ja so kleine Buttons mit so Links zu meinem Twitter-Account und allem möglichen Kram. Da ist jetzt auch ein Link dabei mit einer Einladung zu meinem Discord-Chat-Server. Das ist Chat und Voice-Chat, also quasi sowas wie ein modernes Teamspeak. Ihr könnt euch Discord kostenlos runterladen und ihr seid alle herzlich eingeladen. Natürlich nicht nur während der Livestreams, sondern generell. Dort vorbeizuschauen, euch miteinander auszutauschen. Wir können dann natürlich auch quatschen. Also wenn ich gerade nicht aufnehme oder Livestream mache, komme ich auch gerne mit dazu und kann natürlich auch da mal genutzt werden, falls wir mal was spielen, wo man gemeinsam spielt, um miteinander reden zu können während einem Livestream. Das macht es auch nochmal deutlich einfacher. Ist jetzt für den Livestream heute Abend noch nicht so wirklich relevant, aber vielleicht kann man ja nach dem Livestream dann einfach noch ein bisschen zusammensitzen und schnacken. Ihr könnt euch da austauschen und das Ganze halt neben dem Livestream-Chat auch während der normalen Folgen, die ihr so guckt. Also wie gesagt, guckt einfach mal, da oben ist ein Link, dieses kleine lustige weißliche Button-Controller-Ding. Einfach Discord runterladen, den Link da kopieren oder anklicken und dann könnt ihr in den Chat mitkommen. Das Ganze geht übrigens auch, wenn ihr euch Discord nicht installieren wollt, über ein Webinterface. Also Discord läuft auch ohne die Applikation als Webseite quasi. Nennt man das so? Webseite, Webanwendung, Fachpersonal, wie nennt man das? Web-App. Ich würde es Web-App nennen. Einfach nur, weil es schön denglisch ist. So, wir sind auf 46 Kilometer. Es geht langsam abwärts. Wir bremsen auch schon ganz ordentlich. Die Apoapsis ist auch schon unter 70 Kilometer. Das heißt, das hier wird, glaube ich, eine ziemlich safe Landung. Ohne große Probleme, außer ich habe mich mit den Fallschirmen zu sehr verzockt, aber auch da bin ich recht entspannt. Einzigster Effekt ist jetzt, wir haben relativ viel Essen und so noch mit dabei. Das heißt, wir wiegen so ein paar Gramm. Was wiegen wir denn? 6,34 Tonnen. Naja, das sollte sich auch in Grenzen halten. Strom ist genug da. Ja, und die Teile lasse ich mal oben. Vielleicht können wir die später mal verwenden, um eine Raumstation zu bauen. Das hatte jemand vorgeschlagen, finde ich. Beziehungsweise ich hatte es ja kurz angerissen und ihr habt es aufgegriffen. Ich habe es eigentlich eher so aus Quatsch erzählt, aber lasst es uns einfach mal so tun. Das müllt zwar erstmal ein bisschen in den Orbit zu, aber wenn wir die Greifklaue mal freigeschaltet haben, kann man das ja durchaus machen. So, heiße Phase des Wiedereintritts. Jetzt sind wir committed, es gibt kein Zurück mehr. Und schauen wir mal, wie die drei vom Dienst das hier so meistern. Ja, Dinge, die wir außerdem bauen noch machen können, natürlich für den Livestream, ist, wir haben dann noch einen Kerbel in der Umlaufbahn, um Minmus zu retten. Mal gucken, kann man den hier sehen? Zip. Bisschen näher ran noch. Oh, das war ein bisschen zu nah ran.
Kann man gerade nicht sehen. Also es ist auf jeden Fall noch ein Körbel in der Umlaufbahn von Minmus. Der ist da auch noch unterwegs. Und den sollten wir auch noch irgendwann retten. Das wäre so quasi der vierte im Bunde. Und ja, das wäre auch noch eine Option. Wir könnten natürlich mit unserem Gerät, was wir bauen, einfach eine Testmission zumindest machen. Würde ich aber davon abhängig machen, was uns im Livestream dann an Missionen angeboten wird. Das heißt, wir machen jetzt 3 Slots frei und wenn da irgendwas Minmusiges ist, können wir das ja anstreben. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten mache ich mal die Körbel-Alarmglock auf. 141 Tage noch, sagt der Dunasat, bis er den Sphere of Influence Change, oh, Update Version, muss ich auch mal wieder updaten, erreicht. Also dann kommt er bei Duna an. Ja, das 141 Tage sind ganz schön lange, wenn man immer so kleine Missionen macht, ne? Aber wir könnten mal gucken, wann ist denn das nächste Add? Transferwindow von Change von Kerbin nach Change von Parent Origin ist Kerbin und Target ist Eve. Wie lange haben wir da noch hin? Ach du Heilige. 2 Jahre noch? Nee. 258 Tage. Den könnten wir natürlich auch schon mal hinzufügen. Für irgendwann. Und wir könnten das gleiche nochmal machen für das nächste Transferfenster nach Duna. 2 Jahre noch? Wow. So lange, bis wir das nächste Mal ein ideales Transferfenster nach Duna haben. Das ist echt lange hin. Krass. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht fliegen wir dann einfach nicht ideal, aber da brauche ich noch andere Triebwerke für. Da ist mein momentaner Kram zu ineffizient für. Um das mit einem großen Raumschiff zu schaffen, da verhungere ich wahrscheinlich eher. So, wie sieht's aus? Wir sind im Landeanflug. Gibt's hier irgendwas Spannendes zu machen? Crewport, Körbensatmosphäre. Nope. Nicht so spannend. Nicht so spannend. Eine kleine Bucht. Sehr schön. So, 10 Kilometer noch, dann müssten unsere Bremsfallschirme aufgehen. Hoffe ich zumindest. Jo. Und dann gibt es hoffentlich eine weiche Landung. So schnell ist eine halbe Stunde rum, ne, Freunde? So schnell kann das gehen. Guti. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall heute Abend schon sehr auf den Livestream. Das war recht deutlich. Also ich gucke vorher nochmal nach, aber das letzte Mal, als ich jetzt nachgeguckt hatte, und das ist heute gerade, also es ist jetzt gerade Freitag geworden, es ist jetzt 12:30 Freitagmorgens. Und es sieht im Moment sehr, sehr, sehr deutlich nach Hardcore-Körbel aus. Aber hey, Körbel hat auf diesem Kanal natürlich auch einfach einen unheimlichen Heimvorteil, wenn es gegen andere Spieler antritt. Was mich überrascht hat, ihr habt mehr für Prison Architect gestimmt als für Rocket League. Also ihr seid dann eher auf der Bastel-Ebene unterwegs als auf der Autofahr-Fußball-Ebene. Das mag natürlich auch sein, dass man vielleicht momentan während der EM mit Fußball ein wenig übersättigt ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, 200 Meter pro Sekunde. Die Fallschirme sind auch schon, also der Hauptschirm ist auch schon safe für ein Deploy. Sieht alles gut aus. Alles sieht gut aus. Können wir uns ja mal. Kommt. Vollbremsung. So, ein bisschen Zeitraffer rein. Der Fallschirm hier ist auch schon im Pre-Deploy. Da unten sind die ersten Bäumchen schon zu sehen. Schön am Fuß der Berge. Da kommt man auch mal schön an. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Schwung raus. Ah, sieht gut aus. So. Eine feine Orbit Surface. Ich war gerade etwas besorgt, weil er 175 stand. Aber alles ist gut. Das ist nur die Orbit-Geschwindigkeit. Guti, das Hitzeschild lasse ich dran bei der Geschwindigkeit. Salut. Und wir holen uns noch Eva Report. Mal gucken, ob wir hier schon haben.
Alpha Report. Hier waren wir noch nicht. 3,4 Science nochmal eingesackt. Jawohl. Und gibt es noch einen Report? Nee. Das hatten wir schon. Gut, dann geht's ab nach Hause. Und wir haben hiermit offiziell unsere drei Kerbals gerettet. Denke ich doch mal. Ja, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und unsere Kerbals sind zu Hause. Jawohl. So. Alle da? Pilot, Scientist, Scientist. Das ändert sich aber gleich, weil ich werde vor dem Livestream auf jeden Fall noch das Safe Game anpassen, damit das hier unsere nächsten drei Piloten sind. Und dann sage ich schon mal, oder Piloten sind natürlich verschiedenste Kerbals, unsere nächsten drei Kerbonauten trifft es eher. Und dann sage ich schon mal, willkommen im Space-Programm. Ich werde mein Bestes geben, auf euch aufzupassen. Und wir haben hier 32.000, 32.000 und 31.000 verdient und damit sind wir jetzt kohletechnisch bei knapp 460.000, nicht ganz. Und alles Weitere machen wir heute Abend dann im Livestream, gucken mal, was uns so geboten wird. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns heute Abend. Mein Name ist Robert und tschüss.